Gut, also mein erster Tipp: Glaub der Bibel nicht, wenn es dich nicht überzeugt. Glaub dem Philipperbrief nicht, wenn du so bist, wie ich war, wo ich noch jung war. Glaub der Bibel nicht, wenn du nicht Facts hast. Aber bleib fair, wenn du Facts hast und merkst, so ist sie entstanden und so ist sie in meine Hand gekommen und das verhebt, dann glaub. Dann glaub. Dann nimm es, dann pack es. Nochmal anders gesagt, es ist total berechtigt und richtig und super und gut und genial, wenn du sagst, ja, ich weiß noch nicht, ob ich glauben kann. Ob ich will glauben. Aber bleib fair, indem du Fragen stellst. Bleib fair, indem du sagst, ja, warum denn, wie denn, was denn, wie ist sie denn in meine Hand gekommen, warum gibt es die Bibel, seit wann und so weiter. Mich hat das schon immer interessiert, was die Fakten sind hinter dieser Bibel. Da bin ich in Jerusalem. Ich kenne Jerusalem besser als jede Stadt der Schweiz. Ich kenne Zürich nicht einmal so gut. Ich kenne Jerusalem wie durch alles durch, auch oben und unten und zwischendurch. Irgendwie zwischen 30 und 35 Mal in dieser Stadt gesehen. Da bin ich gerade dran, mitzuhelfen in einem Projekt, wo wir Schutt, Staubkorn und Steinli und Stein ein um den anderen waschen und anschauen und drehen. Das ist so eine riesige Menge, dass das etwa 6-7 Jahre geht. Trotz einer grossen Mannschaft, die da innen arbeitet. Das ist der beste bewachte Schutthügel der Welt. Er wird Tag und Nacht mit Gewehr überwacht, da aussen, ausserhalb von dem Zelt ist der. Der Schutt kommt tief unten raus aus dem Tempelgelände. Das ist der Platz, wo mal der Tempel war, wo Jesus davor rettet, im Evangelium und. Und dort haben die Moslems eine riesige Moschee reingebaut für 9000 Plätze. Und den Schutt haben sie nachher einfach über die Mauer rausgerührt, bei 400 Lastwagen. Und die Israeliten haben sie in der Nacht aufgeladen und hierher gebracht. Und da findest du ganz, 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 ganz Interessantes. Ich hatte das Vorrecht, zum Beispiel einen rostigen Nagel zu finden, einen römischen, irgendwie aus dem Jahr 70, 80, 90 nach Christus. Du denkst, der hat ja einen Flick ab. Der hier. Tatsächlich. Das fasziniert mich. Wenn ich ganz nah an die Zeit hergehen kann. Oder das ist etwas anders, wenn wir jetzt in Israel wären, würde jetzt die Hälfte sagen, wow! Weil das ist der Avner Goren, einer der bekanntesten Archäologen in Israel. Ganz gewaltige Sachen entdeckt. Er ist heute Teacher, also ein Professor von ganz vielen Archäologiestudentinnen und Studenten. Und wenn du unterwegs bist, ist überall kommen die Leute und gratulieren und sagen. Und das ist eine von meiner letzten Reisen, habe ich ganz alleine mit ihm nochmal tief runter können. In den tiefsten Untergrund von Jerusalem, vor allem von dem Tempelgelände. Übrigens, der Schutt, den wir vorhin gesehen haben, der kommt etwa aus dem Gebiet. Da haben sie den auspackt, ausbuddelt, da rausgerührt, da aufgepackt und irgendwo da hinten deponiert. Ein anderer Flick, den ich hatte, in dem vielen jahrelangen Abtasten und Suchen nach Fakten, ist ein Text im Alten Testament. Dort steht von einer Ortschaft, die heisst Dan. So wie es Rappi gibt, gibt es Dan. Und dann steht in der Bibel Dan, das früher Lachisch hieß. Und in Dan hat man ganz, ganz, ganz tief abgegraben, durch alle Schichten, durch alle Jahrhunderte. Und ich hatte tatsächlich die saublöde Idee gehabt, wenn das früher Lachisch geheissen hat, dann muss es irgendwo die Schrift Lachisch geben, tief unten, in den Tonscherben.
an einem Ortsschild oder was auch immer. Und ich habe mich durchgekämpft, das ist ein paar Jahre gegangen, da und dort angefragt. Heute weiss ich, das Ganze liegt im Britischen Museum in London. Lachisch, eine riesige Tonscherbe, die tief unten gefunden wurde, ausgegraben wurde und durch viele Umwege und durch viel, viel Geld schlussendlich im Britischen Museum gelandet ist. Warum sage ich das? Schau, ich glaube dermassen intensiv und durch alle Böden durch an die Bibel, wie dahinter sind Fakten. Und alle, die dir sagen, ja, das ist ja irgendein Büchlein, wo ein paar schräge Typen hinter Klostermauern mal erdichtet haben, die haben keine Ahnung. Keine Ahnung von dem. Der Afner Gorm, von ihm stammt der Satz, ich habe selber noch mal ein Interview am Schluss von dem Morgen mit ihm gemacht und er sagt mir, schau, je mehr wir graben, also ausgraben, Archäologie, je mehr bestätigt sich die Bibel. Und wenn wir weiter graben, bestätigt es sich wieder. Und zwar tausendfach, mehrere tausendfach, immer wieder. Das wäre ein riesiges Thema für sich, um das geht es nicht im Grossen. Und doch ist im Kern das Forschen zur Entstehung und Überlieferung der Bibel Archäologie. Ein Suchen nach Fakten. Gehen wir ein bisschen weiter in diesem Bild. Das dort links ist der Matthäus, der Markus oder der Lukas oder vielleicht der Paulus, der den Philipperbrief schreibt, je nachdem. Und so sind die Texte entstanden. Das hier ist altgriechisch. Wir schneiden ein Teil aus, setzen es im nächsten Bild links über. Und da bist du und da ist deine Bibel und da ist dein Lesen. Irgendein Vers, ein Textli, ein grosser Text. Und da ist die grosse Frage, stimmt denn das? Wie ist denn das in deine Hände gekommen? Kann ich mich als jemand, der hier liest, in der Bibel liest, darauf verlassen, dass der Text von hier vorne bis zu mir gekommen ist? Wenn ich hier die Bibel lese und jetzt steht da, Gott gehört, wenn ich bete, stimmt denn das? Ist das wirklich so? Gibt es ihn überhaupt? Wie ist denn der Gott? Wo ist er? Was macht er? Was denkt er? Warum hat er mich geschaffen, dich geschaffen? Stimmt es, dass der mich meint? Sogar mit mir etwas zu tun haben. Mich Held oder mich Würmli, je nachdem, wie du dich bezeichnest. All das hat damit zu tun, wie die Bibel zu dir gekommen ist. So, da haben wir nochmal den Ausschnitt. Lukas-Text, wir tun es jetzt noch etwas anders einfärben. Das ist vielleicht als nächstes Matthäus, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, Pünktli, da wäre Philipperbrief und viele andere Texte. All die Bücher, ich rede heute primär vom Neuen Testament und werde alles jetzt so entwickeln, dass du kannst nachvollziehen, wie sind denn die Texte von dort hergekommen. Sehr vereinfacht dargestellt, es gibt noch viele, viele Zwischenbemerkungen. Bevor wir das machen, machen wir noch einen kleinen Zwischenhalt beim Lukas 1 und hören, wie so ein Text entstanden ist. Also du öffnest das Neue Testament, Matthäus, Markus, Lukas. Lukas Text, Lukas Evangelium, wie ist das entstanden? Und jetzt lese ich da ganz am Anfang, lieber Theophilus. Das ist der Herr Theophilus. Und jetzt schreibt der Lukas, der war ein Arzt, an dem Theophilus quasi wie einen Brief.
Schon viele Leute haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. Liebe Theophilus, schon viele haben probiert, all das und den Jesus und die Wunder und Zeb und dieses und probiert aufzuschreiben. So wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Aha, also die schreiben etwas, wo andere gesehen haben. Oder sie schreiben etwas, wo andere gesehen haben und auch selber dabei gewesen sind. Also es ist nicht einfach etwas Erdichtetes, schöne, nette, fromme Worte, sondern Fakten, Augenzeugen, von Anfang an dabei. Das ist, wenn wir in der Archäologie unterwegs sind und wegen einem riesigen, dreckigen Stein, wie dann mit Afner Gorm, ganz tief ohne der Afner und ich, feuchte Augen haben. Wow. Weil das ist eine der neuesten Ausgrabungen, riesige Teile, wo ganz oben vor der Umrandung vom Tempel, vom eigentlichen Tempel sind. Augenzeugen. Ich habe es selber gesehen. Das ist es so. Nun habe auch ich, der Lukas, mich sehr darum bemüht. Nicht einfach du nach dem Feierabend habe ich noch ein paar fromme Texte geschrieben. Nun habe auch mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Und ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Und dann kommt die Geschichte von der Geburt von Jesus. Wie ist das genau passiert? Was ist dort gewesen? Wer sind die Hirten? Wo sind die Hirten? Ich will sie besuchen, ich will sie interviewen, ich will es recherchieren. Und so sind Texte entstanden. Das heisst, wenn du die Bibel aufmachst, hast du Fakten. Darum glaube ich. Anders formuliert, glaub nicht an die Bibel, so bin ich eingestiegen. Wenn du keine Fakten hast, aber bemühe dich wenigstens um Fakten. Weil dann hat dein Glaube eine ganz andere Qualität. Sonst kommst du irgendwie so in diese Variante rein. Ja, ich fühle Jesus und jetzt fühle ich ihn nicht und jetzt fühle ich ihn noch und jetzt fühle ich ihn nicht mehr so noch. Das ist je nachdem, wenn du gerade eine Grippe hast, fühlst du dich nicht so noch. Wenn du den Hunger hast, auch nicht und so. Nein, wow, da ist etwas, da sind Fakten. Du wirst merken, dass alles, was man dir über Jesus erzählt, erzählt hat, richtig und wahr ist. Wie ist der Text, zum Beispiel der Lukas, zu dir gekommen? Am Anfang hat man die Bibel, die Texte, abgeschrieben. Es hat drei Jobs gegeben, drei Berufsgattungen. Vorleser, Schreiber und Kontrolleur. Dann bist du in die Schule rausgekommen und konntest wählen, willst du Vorleser, Schreiber oder Kontrolleur werden, wenn du in diese Sparte wählen. Der eine vorne hat ein Original vorgelesen, da unten haben die abgeschrieben und dann ist das weitergegangen in die Kontrollabteilung. Und die haben alles durchkontrolliert. Die haben zum Beispiel angefangen zu zählen, okay, dieser Buchstabe muss im Lukas-Evangelium 3220 Mal vorkommen. Nein, 328, stimmt. Und so die gigantische Kontrollsystem gehabt. Oder das Wort, oder welches ist in der Mitte, welches Wort vom Lukas-Evangelium. Das hat alles müssen stimmen. Wenn nicht, auf die Seite. Aber Achtung, das hat man nicht verbrannt, sondern begraben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil viele Ausgrabungen von alten Texten haben heute so Varianten, weil etwas gefehlt hat. Und das kommen wir später darauf zurück. So ist das geworden. 397 war das Konzil von Karthago gewesen. Da würde ich sagen, ja, das ist ja erst dann. Erst dann ist die Bibel entstanden. Völlig falsch. Die war etwa im Jahr 100 klar gewesen. Karthago war so ein erster Zwischenhalt gewesen. Da hat man nochmal die Köpfe zusammengestreckt von allen wichtigen damaligen Leuten rund um Bibeln und Kirchen und
soweit es. Und sie haben nochmal beschlossen, so ist es. Genau so ist es. Die hat nichts mehr dazu da oder weg da, sondern sie hat das bestätigt. Und etwa seit dem Jahrhundert nach Christus irgendwie da vorne klar gewesen ist. Ja, noch, wir haben weiter abgeschrieben. Und hat sich geeint auf einen sogenannten Mehrheitstext. Ich brauche jetzt ein bisschen die Fachbegriffe, wo man auch in dieser Literatur braucht. Es gibt zum Beispiel das Buch, es gibt mehrere, aber das ist das eine, die so entstandene Bibel. Sehr gut gemacht, da findest du all diese Begriffe und darum brauche ich die auch. Mehrheitstext heisst, das ist die Mehrheit. So können wir vor Gott nach beten und hören und überlegen, sagen, das ist der Text. Und so geht das in die Jahrhunderte. Aber jetzt gibt es Baseldeutsch. Wolliser und Berner. Jetzt gibt es plötzlich noch ein bisschen Variationen. Es gibt Dialekte. Und jetzt gibt es Verschiebungen. Und du musst dir vorstellen, all das macht man ja immer abgeschrieben, abgeschrieben, abgeschrieben. Das ist schon mal eine gute Sache. Seit 1450 kann man drucken. Das hat schon mal geholfen, dass es nicht über das Abschreiben läuft. Aus dem heraus ist nach 1516 der Textus Receptus definiert worden. Das war ein weiterer Zwischenhalt gewesen, weil die Dialekte, wir reden etwa von drei, das ist natürlich nicht Baseldeutsch und so, da geht es um Syrisch, Assyrisch und andere und westlicher Text, lohne ich aber alles raus, das Fachchinesisch. Aber die Dialekte, nennen wir es jetzt mal, hat man eigentlich gut überlegt, halt, was ist es jetzt? Wie heisst es jetzt? Was ist jetzt eigentlich das Äpfelgürbsi oder Gübschi oder wie immer du dem sagst? Dann merkst du, es sind verschiedene Wörter. Oder eine Weihe oder eine Fladen oder ein Kuchen. Was ist jetzt das genau? Und da hat man es nochmal wie definiert. Halt, Textus Receptus, der allgemeine anerkannte Text, das ist es. Weil jetzt hat man ja können drucken, haben wir vorhin gelernt, und jetzt ist das einfacher geworden. Ich muss mal da meine Notizen vornehmen. So. Ja, jetzt ist es schnell gegangen. Das ist Textus Receptus. Jetzt taucht eine ganz interessante Figur auf. Das ist der Niklaus Tischendorf. Top ausgebildet theologisch und nachher sprachlich, latinisch, top hebräisch, also althebräisch, altgriechisch. Und er hat in den jungen Jahren, so etwa in deinem Alter, hat er vor Gott in der Stille, wenn man die Biografie liest, ist herzergreifend, gewusst und gemerkt, ich gang und suche die älteste Manuskript, die es überhaupt gibt. Mit 25 ist er losgezogen. Viel Zeit im Gebet verbracht, damals noch hochabenteuerlich gereist, auf Sinai bereist mit Kamel und. Anders ist es gar nicht gegangen. Die haben noch kaum andere Möglichkeiten gegeben. Das war der erste grosse Fund. Er hat einzelne Manuskripte entdeckt, einzelne Teile oder Fragmente. Das war der erste grosse Fund. Das nennen wir heute Vatikanus. Der ist etwa 350 nach Christus entstanden. Also, es ist eine Abschrift aus dieser Zeit hier. Alles von Hand abgeschrieben. Beinhaltet das ganze Neue Testament und fast das ganze Alte Testament in Altgriechisch. Während zwei Wochen hat er im Vatikan jeden Tag drei Stunden dürfen lesen. Das war sehr begrenzt, sehr eingeschränkt. Die Sachen sind hoch, dramatisch geschützt.
Der Vatikanus ist heute noch im Vatikan, tief unten in einer sehr neutralen, luftneutralen Zone eingesperrt, dass er nicht kaputt geht. Und jetzt hat er folgende Idee gehabt. Halt, es muss ein Kloster geben im Sinai. Wenn ich zu dem Kloster könnte kommen, im Sinai, das wär's. St. Katharinenkloster. Weil im Sinai wird es verdammt heiß. Also ich bin schon mehrfach im Sinai gesehen, mit 50 Grad ist einfach unheimlich heiß. Und du hast die doch, du laufst ständig in einem Bachofen rein. Und das ist ne. Ich muss das feierlicher machen. Wie ich, das merke ich emotional, sobald ich das Teil sehe. Das ist es. Jetzt kommt es dir gerade. Das ist der Sinaiticus. So nennt man ihn. Es ist das kostbarste, älteste Testament, Abschrift, das gesamte Neue Testament, auch praktisch alles Altes Testament, sehr, 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 sehr gut erhalten. Und das hat er im Sinai, genau in diesem Kloster, entdeckt. Da ist er nochmal, der Tischendorf. Dort oben haben wir den See Genezareth. Dort links blaue ist Mittelmeer, da ist das Totenmeer. Und das ist der Sinai. Und da unten ist das St. Katharinenkloster. Das ist auch dort, wo der Mosesberg ist. Da gehst du morgen um 4 Uhr, stehst auf, laufst auf bis Sonnenuntergang, bist da oben. Ein gewaltiges Erlebnis. Und dann laufst du runter, bei 4.500 so Stegentritten, wie du da unten links siehst. Und dann siehst du unten St. Katharinen Kloster. Da ist es nochmal. Und er hat 3 Reisen gemacht. Die erste Reise hat nichts Schlaues gefunden. Und der Kerl hat sich auskennt in diesen Schriften und gelesen und gelesen und gelesen. Merkt, das ist nicht, das ist das, das gehört hierher, das ist gar kein Bibeltext. Und das. Zweite Reise, auf die Füchse. Dritte Reise. Und am letzten Abend vor der Abreise sagt er da, ja, ich hätte schon noch etwas. Das sind seine private Bibel. Und daraus lese er jeden Morgen. Ein Blick drin. Das ist es. Das ist gewaltig. Das ist genau das. Das ist der Text, das ist der Text, das ist das, das ist das. Die ganze Nacht hat er durchgelesen. Und er gewusst, ich habe das gefunden, wo mir Gott in der Stille gezeigt hat in meiner Berufung. Der Sinaiticus ist für uns alle so wichtig, weil er so weit zurückgeht, so gut erhalten ist. Wir schauen ein bisschen rein. Das ist Sinaiticus. Gestochen, scharfe Schrift. Ein bisschen näher. Alles in altgriechisch Grossbuchstaben, nur Grossbuchstaben, keine Punkte. Kein Abstand zwischen den Worten. Wir lesen ein bisschen drin. Übrigens, das finde ich immer so schön. Du hast noch ein Blättchen an einem Ohr drin. Bis heute. Aus dieser Zeit, irgendwie beim Lesen unter einem Baum, hat es mal ein Blättchen drin gegeben. Und das ist bis heute da drin geblieben. Den Sinaiticus kannst du übrigens schauen. Aber bitte mit ruhigem Schritt. Im Britischen Museum London. Wir gehen weiter in dieser Reise. Wir finden immer mehr Texte. Und es kommt zu dem Novum Testamentum Gräs. Das heisst, mit unterdessen so viele Texte gehabt, Manuskript, damit man Folgendes gemacht hat. Neben dieser Schiene hier hat man eine zweite Schiene gehabt, hier unten. Aus diesen alten Dokumenten und all das hat man einfließen in eine erste Ausgabe.
Das hier ist ein Novum Testamentum gräs unterdessen in 28 Ausgaben. All paar Jahre, wenn man wieder noch mehr Texte findet, wird alles hier innen reingeschrieben. Das ist ein riesiger Apparat, wo man ganz im Detail schauen kann, was steht denn da? Weil es gibt manchmal Nuancen, es gibt Dialekte, es gibt Feinheiten. 1930, 1950 hat Tischendorf und andere weitere riesige Ausgrabungen gemacht. Vor allem in Ägypten. Da kommt jetzt eins nach dem anderen vor, aus dem Sand. Circa 5500 Manuskripte, Fragmente, Teile, 2, 3, 4, 5 Seiten, ganze Teile, ganz Johannesevangelium oder Philipperbrief aus der alten Zeit. So. Das heisst, jetzt haben wir die zwei Ebenen, ich wiederhole. So die klassische Mehrheitstext, Textus Receptus, und wir haben die Schiene hier unten. Wenn du heute eine Bibel postest, auch jetzt Hoffnung für alle, oder eine Lutherbibel, basieren die alle primär und vor allem auf diesen alten Manuskript. Das heisst, wir leben in einer sehr, sehr privilegierten Zeit, was die Bibel betrifft. Wir haben noch mehr als die gehabt. Wir haben wie einen doppelten Boden, einen zweiten Boden mit einer enormen Absicherung dank diesen vielen Funden und diesen hoch spezialisierten Softwareprogrammen, die das heute alles fortlaufend auswerten. Und so ist die Bibel in deine Hand gekommen. Extrem abgesichert. Aber das geht noch weiter. Je mehr die Bibel kritisiert wird, so kommt es mir vor, je mehr die Bibel kritisiert worden ist und wird, je mehr hat der Herrgott im Himmel Gas gegeben. Seit 2008 gibt es die Editio Critica Major. Das ist führend, vor allem Professor Holger Struttwolf. Das ist alles in Münsterlingen, Uni Münsterlingen angesiedelt, das Institut. Was machen die? Jetzt musst du dir das vorstellen. Für ganz viel Geld, weil das Projekt läuft seit 2008 und geht bis 2030. Dann ist das abgeschlossen. Muss abgeschlossen sein, einfach von den Finanzgebern. Da arbeiten 100 bis 150 Personen in diesem Projekt drin. In 3-4 Städten der Welt, die kommunizieren eng und noch miteinander. Was machen die? Sie machen das Gleiche wie hier, nur noch viel gründlicher. Das heisst, sie gehen und holen alle Texte nochmal vor. Es wird alles noch moderner digitalisiert und verglichen. Und die künstliche Intelligenz sucht nochmal, wo gibt es Varianten? Warum gibt es eine Variante? Wie ist denn das? Und aus all dem heraus entsteht das hier. Es werden 3 Bände sein. Eine ist unterdessen fix fertig. Ich hatte das Vorrecht mit einem von diesen Herren, und zwar mit dem Dr. Georg Gebel, am Telefon vor ein paar Monaten nochmal ein Interview zu machen. Ich frage ihn, muss die Bibel neu geschrieben werden? Das ist die zentrale Frage. Ja, wenn ich jetzt so eine Bibel habe, muss denn die neu geschrieben werden, wenn man all das untersucht? Antwort laut, klar, unmissverständlich. Nein. Ja, aber wo gibt es dort Nuance? Dann hat man langbreites ausgeführt. Schauen Sie, das Problem ist folgendes. Die damaligen Kontrollsysteme da vorne haben gewisse Lücken gehabt. Zum Beispiel treffen wir einzelne Manuskripte an, dort steht Christus Jesus und bei anderen Jesus Christus. Das heisst, wenn die da Buchstaben zählt haben, sie sagen, oh, das stimmt.
oder wenn sie die Wörter erzählt haben. Ja, das stimmt. Aber es gibt Christus Jesus oder Jesus Christus. Anderes Beispiel. Wahrheit Gottes oder Gottes Wahrheit. Das kannst du so oder so sagen. Und solche Feinheiten. Oder dass manchmal ein Amen fehlt. Man ist nicht ganz sicher, wie ist das ganz da vorne gesehen. Ist jetzt nach dem Text, es gibt gewisse Texte, aber lässt sich ein Amen sagen, steht das jetzt dort oder nicht? Weil die Manuskripte variieren da. Nochmal anders gesagt. Zu allem, was man bis jetzt vor kurzem gemacht hat, seit 2008, sagen die Leute, 99,9% der Texte nach allem Analysieren und Vergleichen haben eine absolute Zuverlässigkeit. Was machen wir mit den 0,1? Zum Beispiel Markus Evangelium, die letzten paar Verse, wissen wir bis heute nicht. Sind die da im Markus Evangelium drinnen gestanden oder nicht drinnen gestanden? Nur sagen die letzten Verse vom Markus Evangelium nichts, wo nicht auch die anderen Evangelien sagen. Also der Matthäus sagt das Gleiche und Johannes sagt das Gleiche. Darum, die sind irgendwie relevant oder lassen etwas draus oder etwas dazu. Ich lese noch ein Zitat aus dem Buch «So entstand die Bibel». Der Bibelleser darf schon jetzt davon überzeugt sein, dass er ein Wunder in seinen Händen hält. Das Wunder der Überlieferung des Neuen und Alten Testamentes. Und darum ist es so gewaltig. Und darum liegt in meinem Büro eine offene Bibel. Und noch 2, 3 Andachtsbücher. Und darum gehe ich, lese ich. Du musst dir vorstellen, jedes Mal, du aufmachst. Ich mache es jetzt gerade. Lese ich Gottes Wort. Und ich weiss, da ist ganz viel geschaffen worden. Und da ist ein Tischendorf und andere, die haben sich unbemüht, mir heute zu sagen, es ist gut, es ist gut, es ist sehr, sehr gut. Darum, die Bibel ist nicht manipuliert worden. Das hat keine Chance. Das wäre längstens, rausgekommen. Wir müssen viel zu viel vergleichen aus alten Zeiten, wenn da hinten ein Text einfach irgendwie manipuliert worden wäre. Das hat heute keine Chance mehr. Ich fasse zusammen. Schau, es gibt ganz verschiedene Zwischenhalte. Wir haben jetzt ein bisschen den Überblick. Da war einer, Karthago. Der Entscheid, das ist der Mehrheitstext. Der Entscheid, das ist der Textus Receptus. Der Entscheid, das ist Novum Testamentum Graece. Und jetzt hat es da 28 Ausgaben schon gegeben. Und jetzt geht es weiter. Editio Critica Major. Nochmal anders jetzt gesagt. Je mehr das Wort Gottes kritisiert worden ist, je mehr hat der Herrgott Gas gegeben. Er sagt, nein, die können schon schnurren. Aber die kommen nicht raus. Die können schon schwätzen. Das verhebt. Also, je mehr ich mich in das hier reingedenkt habe, vom Professor Struttwolf, das ist, du musst dir vorstellen, was sich der Herrgott hier noch leistet. Nur mal leistet. Und nur mal Leute beruft.
Und wenn man mit diesen Leuten liest, redet oder über sie liest, auch wie das alles einzelne Berufungen waren, auch die Uni Münsterlingen, die ganze Abteilung auf das fokussiert, dass da hochwissenschaftlich ganz, ganz, ganz exakt nochmal anders hinterfragt wird. Mit dem einen Herr, den ich geredet habe, sie verbringen manchmal Wochen um ein einziges Wörtchen. Es braucht manchmal Wochen, um das einzelne Wort noch einmal überall abzuwägen. In welchem Kontext kommt es vor? Gibt es Variationen, Dialekte? Warum ist es so? Warum denn da? Warum denn so? Warum denn das? Bis sie sagen, so ist es! Ich weiß nicht, was der Herr Gott noch muss machen. Gut, diese Leinwand ist auch viel zu kurz. Bis wir endlich begreifen, wenn du es aufmachst, ich mache es jetzt gerade wieder. Philipperbrief. Nächster Impact. Was für ein Vorrecht. Das da vorne ist der Matthäus. M. Und so ist er zu dir gekommen, in deine Hand gekommen. Und so ist er in dein Wort hineingekommen, in deine Bibel, durch all das durch. X-fach geprüft, x-fach textet, nochmal abgesichert, nochmal untersucht, nochmal angeschaut. Er kommt, er geht nochmal durch ein riesiges Abenteuer durch. Da ist er. Und das in deiner Bibel in. Nimm das ganz, 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 ganz anders. Ich merke auch, ich kann auch in der Bibel einfach geschwind den Boden rühren. Auch im Büro nicht. Das habe ich schon gemacht. Sie müssen aufhören. Das passt nicht. Ich schließe ab mit zwei Texten. Jesaja 40, 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort Gottes, das Wort unseres Gottes bleibt. Ewig. Und was ich euch gezeigt habe anhand von diesem Bild, zeigt etwas, wie sich auch so eine Prophetie erfüllt. Unaufhaltsam. Und vielleicht bist du der nächste Tischendorf oder die nächste, wie sagt man es dem Weber, Tischendorf hin, wo du sagst, ich werde auch die alte Sprache lernen, ich will da mitforschen. Und wir bauen eine Leinwand an, das schaffen wir schon noch. Der Sascha hat schon noch eine Lösung. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Was ist das für eine gewaltige Aussage? Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen. Das Teil eiert schon lang und immer wie verrückter. Ich meine die Erde. Und mein Wort wird nicht vergehen. Das bleibt. Wir haben keine Chance. Wir können zwar wahnsinnig gescheit tun und sogar sagen, Herrgott, die gibt es nicht, und was soll das, und die Bibel, und so. Weißt du, der Depp bist du selber, weil du hast nämlich gar keine Ahnung, wie die entstanden ist. Aber stell dir vor, du kriegst heute zu oben, ich weiss nicht, wer, um 11, 12 im Eisen, in dein Bettchen, und nimmst den Teddybär zu. Und du merkst, grossartig. Ich mach das manchmal. Natürlich habe ich auch eine Frau. Kommt eine Frau ins Bett. Aber die weiss genau, dass ich manchmal im Dunkeln nach oben lang und dann geht vielleicht noch irgendetwas oben runter. Aber ich brauche manchmal, ich habe ein paar Herausforderungen zwischen in unserem Arbeiten. Und wenn ich weiss, halt so steht es geschrieben.
Und so schlafe ich manchmal ein. Oder so, und dann haben wir noch ein Händchen. Die Band kommt mit dazu. Eben nur die Sinti. Und jetzt bist du unsicher. Wie ist denn das, wenn ich bete? Dann nimm das so. Er sagt, rufe mich an und ich will dir antworten. Dann kannst du ihm sagen, hallo, Gott. Und er sagt dir in seinem Wort, hallo, Claudia, Lars, oder wie du heißt. Und das ist so. Weil das ist dermaßen krass, super verankert und überliefert und abgesichert. Und dann fragst du dich vielleicht, warum gibt es mich? Wer bin ich? Und er flüstert dir in seinem Wort zu, im Engelpsalm, ich habe dich gemacht, dich bei deinem Namen gerufen, das ist Jesaja-Text. Und dann ist das so. Nimm das, nutz das, gönn dir das. Und dann glaubst. Das ist schon Glaube, indem du das nimmst. Und bleib einen Moment in der Stille und bete. Du für dich. Es kann auch sein, dass du dem Herrgott sagst, es tut mir leid, dass ich dermaßen frech und arrogant mit deinem Wort umgegangen bin, mit der Bibel. Ich habe es liegen, verachtet. Jesus, es tut dein Leid, dass die Bibel wie im Strassendreck liegt. Es tut uns leid, dass dein Wort heute nicht Nummer 1 war. In der Presse, in der Öffentlichkeit, in der Politik, auf den grossen Bühnen dieser Welt. Ich bin wieder berührt, wenn ich über das rede, was du alles unternimmst, um nochmal und nochmal einen Zwischenhalt einzuleiten, zu sagen, halt, stopp, das stimmt, das ist gut. Und wenn du jetzt da bist und merkst, du hast null Bezug zu dieser Geschichte, dann wäre es wenigstens fair, Gott im Himmel, Jesus, seinem Geist sagen, ich will dich kennenlernen, wenn es dich wirklich gibt. Ich will dich suchen. Fang an, Fragen zu stellen. Über Gott, über Jesus. Ich bringe meine Zweifel aus dem Hosensack raus, bringe sie auf den Tisch. Ich will es wissen.